Ah, der Weltraum. Die ultimative Eroberung. Seit der Mensch den Mond betreten hat, träumt er davon, ihn zu erforschen und sich länger dort niederzulassen. Vielleicht sogar für immer. Oder doch nicht? Bevor wir unseren geliebten Planeten verlassen, brauchen wir neue Häuser im Weltraum. Zum Glück haben visionäre Stadtplaner an alles oder fast alles gedacht. Also, wie werden wir im All wohnen? Bisher ist das Leben im Weltraum ein paar VIPs vorbehalten. Wie den Astronauten Thomas Pesquet. Bonjour à tous. Und Alexander Gerst. Man muss aber zugeben, dass auf Raumstationen wie der Mir, Salyut, Tiangong oder der ISS Platzmangel herrscht. Olivier Sangui ist Wissenschaftsvermittler in der Cité de l'Espace in Toulouse. Was war der erste Lebensraum im Weltall, Olivier? Wenn man das etwas großzügig definiert, könnte man sagen, das Vostok-Raumschiff von Juri Gagarin im Jahr 1961. Andere träumten sich schon davor auf den Mond. 1869 beschreibt der US-Schriftsteller Edward Everett Hale einen Lebensraum auf dem Mond in The Brick Moon. Die wahren Pioniere der Raumfahrt waren die Experten der Astronautik, wie Konstantin Tsiolkovsky, Theodore von Karman oder Wernher von Braun, der in den 50ern diese radförmige Station ersann. Davon ließ sich Stanley Kubrick für 2001 Odyssee im Weltraum inspirieren. En matière futuriste, zu den bekanntesten futuristischen Modellen gehört die Bernal-Sphäre, eine rotierende Raumstation. Durch die Rotation und die Zentrifugalkraft wird eine künstliche Schwerkraft erzeugt. Dann gibt es noch den Stanford-Torus. Den kann man sich wie den Schlauch eines Reifens vorstellen, der sich um sich selbst dreht. Das Prinzip ist das gleiche. Auch hier wird durch die Rotation eine künstliche Schwerkraft erzeugt. Ein Wissenschaftler ging jedoch noch einen Schritt weiter. Er ist der wahre Star der Weltraumstadtplanung. First of all, there's no point in going out into space if the future that we see there is a sterile future of living in tin cans. Dieser US-Physiker heißt Gerard K. O'Neill. 1977 schrieb er The High Frontier, ein Essay, das zur Bibel der interplanetaren Lebensräume und menschlichen Lebens im All wurde. Für die NASA entwarf O'Neill gigantische Zylinder mit einer Länge von 32 und einem Durchmesser von 6 Kilometern mit Städten, landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern. Millionen Menschen können hier völlig autark im Weltraum leben. Kurz gesagt, ein All-in-One-Lebensraum. Die Science-Fiction nahm das Ganze auf. Arthur C. Clarke in seinem Roman Rendezvous mit Rama, Dan Simmons mit Hyperion oder der Film Elysium. Jahre später sind die Ideen von O'Neill weiterhin aktuell. Mit seinem Projekt Blue Origin sieht Jeff Bezos die Zukunft der Menschheit in dicken Rohren. Is a planetary surface the best place for humans to expand into the solar system? Entgegen dem Glauben der Science Fiction oder einiger Milliardäre ist das Leben im Weltraum nicht ganz so einfach. In Frankreichs Raumfahrtagentur CNES ist Alexis Perrier für Spaceship FR zuständig. Er plant einen Lebensraum auf dem Mond. Aber das ist nicht so einfach, oder? Zunächst geht es darum, die besten Wohnorte für eine mögliche erste Basis zu finden. Denn das All ist ein lebensfeindlicher Raum. There is a moment. Es kann bis zu minus 150 Grad kalt werden und tagsüber genauso heiß. Ein weiteres Problem ist die Strahlung. Sowohl die der Sonne als auch die kosmische Strahlung. Sie kommt aus dem All, den kleinen Sternen und ist überall. Klingt kompliziert und nicht besonders komfortabel. Man muss sich auf das Existenzminimum beschränken, so wenig Energie verbrauchen wie möglich. Okay. Und Heimweh sollte man auch nicht haben.
Wenn wir in einen neuen Lebensraum gehen, müssen wir uns daran erinnern, woher wir kommen. Es ist also wichtig, immer einen Blick auf die Erde zu haben. Der Mond ist nur ein erster Schritt. Es soll in noch viel weiter entfernte Regionen gehen. Elon Musk will eine Stadt auf dem Mars errichten. Nuwa. Vielleicht schon in 30 Jahren. Da bleibt euch zum Glück noch etwas Zeit, um die Umzugskisten zu packen. Esse é o grande controle da Major Town, e disso eu pensei.